Ja, meine Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Tropico 4. Jo, wir haben ja hier mit der Industrialisierung einer schönen Karibikinsel hier gedingt. Halt nicht zu nah ans Mikro, sonst habe ich hier wieder einen Orkan wie letzte Aufnahme drin. Es wäre nicht so schön. Genau, da haben wir ja hier unsere super tollen Fabriken. Deren Eingangslager irgendwie total voll erscheint. So, was müssen wir machen? Kaffee exportieren. Das wird sie doch hier gleich selbst lösen, oder etwa nicht? Moment, wir haben hier immer noch so viele Hütten, Alter. Bauen wir ein neues Mietshäusle. Moment. Verbrechen hält. Oh. Also. Liegt wahrscheinlich an dieser einen Hütte. Haben wir was dagegen? Brechen. Doch. Und jetzt ist Verbrechen weg. Oder wie? Naja, in der Theorie hat es irgendwie besser geklappt. Ich weiß auch nicht. Kolumbianische Barone ja, haben doch größere Armeen. Oh, und hier sind keine Exportgüter gelagert. Unser Geschäft läuft nicht schnell genug, Partner. Zeit ist Geld. Und Geld kann man nie genug haben. Ich möchte, dass Sie in den nächsten 8 Jahren Güter im Wert von $100.000 exportieren. Andernfalls muss ich Germo Encanado einnehmen. Immerhin gehören mir alle Rechte. Sieh das Kleingedruckte in Absatz 24, Paragraph 13 unserem Vertrag. Ich bin mir aber sicher, dass eine so triviale Aufgabe kein Problem für einen Präsidenten darstellt. Sag mal, wer genau hat denn eigentlich den Vertrag ausgehandelt? Penultimo? Penultimo. Ja gut, 100.000 in 8 Jahren. Ist mal wieder klar. Es ist mal wieder so klar kapitalistisch. Bauholz. Hey, Kumpel! Die Tropicana erwarten Wahlen. Wir lassen uns mal wählen, mal gucken. Ja, Unterhaltung wollen sie bestimmt mehr. So, wen loben wir denn mal? Umweltschützer hassen uns. Sonst sind wir eigentlich bei allen ganz gut aufgestellt. Aber ich denke erstmal Militarist, nicht mit Umweltschützer. Wer braucht Umweltschützer? So, mal gucken. Was sprechen wir denn mal? Wir lassen die Verschmutzung eindämmen, haben auch noch die Umweltschützer auf unserer Seite. Und dann müsste es ja eigentlich gehen. Rede halten. Hola, señores y señoras. In dieser entscheidenden Entwicklungsphase würde ich gerne das Wort an euch richten. In diesen schrecklichen Zeiten haben wir es geschafft, trotz der Not ein Wirtschaftswachstum umzusetzen. Aufgrund dieser Tatsache salutiere ich vor euch. Es besteht ein Mangel an ausreichender Unterhaltung. Wir sollten das nicht länger abstreiten. Wie auch immer, die Gründe dafür sind klar ersichtlich. Wir alle wissen, dass die Umweltschützer für all das die Schuld tragen. Im Laufe meiner Jahre als Präsident habe ich eure Dankbarkeit erfahren, meine Kompanieros. Leider bin ich nichts weiter als ein bescheidener Diener und ihr seid, meine Herren, meine Auftraggeber. Ich möchte den mutigen Verteidigern Tropicos sowie allen Militärs meine Dankbarkeit zeigen. Die Entwicklung der letzten Jahre ist für alle offensichtlich. Dennoch gibt es viele Dinge, die getan werden müssen. Während meiner nächsten Amtsdauer werde ich persönlich dafür Sorge tragen, dass die Verschmutzung auf der Insel unter Kontrolle gebracht wird. Wir werden die gesamte Macht der Regierung nutzen, die Menschen vom Sieg zu überzeugen.
Ich vergaß, dass wir dort eine Mülldeponie stehen haben. Moment, da können wir eigentlich direkt nochmal... Okay, die Verschmutzung wird auf jeden Fall eingedämmt. Gut, hier unten ändert sich nicht sonderlich viel, aber naja. Aber hier oben wird's besser. Moment, da reduziert er doch dann. Brauchen wir aber Strom. Kraftwerk möchte ich gerade nicht so. Die Welt ist in Gefahr. Nur wir können den Planeten retten. Unsere grüne Initiative startet jetzt. Wir werden alles tun, was wir können. Doch falls sie helfen können, wäre das großartig. Wir brauchen nur eine Windturbine. Dann wäre alles viel sauberer, grüner und besser. Ich versichere Ihnen, dass diese Insel mit ein wenig Arbeit nicht mehr wiederzuerkennen ist. Eine Windturbine erzeugt ja auch Strom. So, und hier Unterhaltung und Arbeitslosigkeit bekämpfen wir am besten mit einem Kabarett, ne? Sofern es denn mal gebaut werden würde. Meine Damen, würden Sie mal das Ding da fertig bauen? Bitte? Ganz lieb gucken. Nach wie vor verstehe ich das Prinzip der Bauarbeiter nicht. Ich weiß nicht, bin ich zu blöd dafür? Da sind die... Entschuldigen Sie bitte meine faulen Angestellten, deren plötzlicher Karrierewandel hat wohl ihrer Motivation geschadet. Jetzt drohen Sie damit, die Wirtschaft der Insel mit häufigen Streiks lahmzulegen. Sie können die undankbaren Faulenzer besänftigen, indem Sie eine Himmelsnadel bauen, die Sie an Ihr sorgloses Leben in der Großstadt erinnert. Vielleicht eine etwas plumpe, aber effektive Methode wird es sein, die alte Festung der Insel in einen Kerker umzubauen. Die Leute werden dann zweimal darüber nachdenken, ob sie streiken wollen. Boah, ein Kerker ist natürlich Style. Komm, wir bauen hier. Ich will eine Rauschentour für meinen Kerker. Die Menschen werden ungeduldig, Präsidente. Zum Glück gibt es ja eine alte koloniale Festung, die man leicht zu einem Folterkerker umbauen kann. Ich habe bereits eine Drachenstatue aus China angefordert, so dass unser Kerker noch furchteinflößender aussehen wird. Das wird sicher Angst auslösen und Respekt in die Köpfe dieser faulen Bürger bringen und weitere Streiks verhindern. Machen Sie aus einem der Festungen einen Kerker, um weitere Streiks zu verhindern. Oder wir zahlen 20.000, was wir nicht auf dem Konto haben, oder? Tropicos Bilanz ist im grünen Bereich. Scheinbar platzen unsere Tresore aus allen Nähten. Das Geld hat scheinbar eine prima Zeit in unserer Staatskasse. Es vermehrt sich wie wild. Ja, so kann man es auch ausdrücken, nicht? Und den exekutiere ich dann nochmal, weil so ein scheiß Vertrag ausgehandelt hat. So, schon haben wir hier drei Arbeitslose weniger. Ein Kerker. Wandeln Sie die koloniale Festung in eine elegante Umerziehungsanstalt um. Moment, ich mach mal ganz kurz Trasse. Hier, her, dann gucken wir Bomber. Ne, hier kann man nicht bauen. Bomber halt hier, dann machen wir hier irgendwie so ein komisches Ding rein. Das, ja. Schaut wunderschön aus, was ich hier gebaut habe. Eine streng geheime Freizeiteinrichtung für die besonderen Freunde des Präsidenten, wie Rebellen, Dissidenten und andere subversive Individuen. Unsere beliebteste Freizeitaktivität ist Waterboarding. Hat wohl mit Surfen zu tun. Einigen Besuchern gefallen unsere Attraktionen so sehr, dass sie Tage und Nächte lang nicht schlafen. Der Kerker kann an die USA oder die UdSSR vermietet oder zur Unterhaltung der eigenen Bürger genutzt werden. Naja, was haben wir hier so für Möglichkeiten? So, braucht man ein Bündnis, so. Eieiei, na ja, gut, können wir dann die Streikenden da reinklatschen? Ist das Ding schon wieder voll? Mein lieber Präsident, ach, nur der 92 Tag der Stimmen. Wahl rückt näher. Nur 92%. So, Bauholz würden wir aber auch noch exporten. Moment, dann baue ich hier mal ganz kurz hier so ein schönes Ding. Industrie, Säche wäre ich. So, hier direkt neben dem Palast, dann werden wir da jeden Morgen von diesem wunderschönen Sägegeräusch geweckt. Ich möchte einige Worte zu unserem neuen Kabarett sagen. Let's. Fräulein Ananas, ich versichere Ihnen, dass es nur der Fortbildung dient.
Ich wollte nur sagen, dass meine Show um 8 Uhr beginnt. Und Sie werden mich mit Frau ansprechen, Penultimo. Ja, ich denke noch lieber minus EU-Beziehungen, weil die USA zahlt ja hier Entwicklungshilfe. Das dürfen wir uns nicht verscherzen. Räucherfleisch, nee, das brauchen unsere eigenen Leute. Präsidente, es heißt, die Piraten der Karibik würden bald einen großen Kongress auf den nahegelegenen Inseln abhalten. Wir sollten diese Möglichkeit nutzen, da der Handelspreis für Rum aufgrund der durstigen Seeleute in die Höhe schnellen wird. Wir können ein paar Rumdestillerie bauen und Zucker zur Produktion von Rum importieren. Das klingt gut. Das bauen wir hier. Alter, 40%. Was bauen wir mal schnell? Dann eine Rumdestillerie. 5.000 und 15.000 kostet dann der Bau. Ja, Glückwunsch, Präsidente! Sie haben die Wahl gewonnen. Die Leute sind froh, dass es nicht zu Tumulten kam. Sie vertrauen Ihnen und unserer jungen Demokratie. Ihr dürft jetzt von mir auf die Knie fallen. So, Moment, wo ging das? Mit dem Handel? Handel? Nee, Landwirtschaft, wir brauchen nur Zucker. Zulassen. So, jetzt importieren wir Zucker. Da können wir dann hier direkt Rum herstellen. So. Oh, hat sich sogar schon verbessert. Siehst du mal. Jetzt hier. Mal gucken, wie viel hat uns das denn jetzt. Jetzt hier. Gesamt. Er macht durchaus Gewinn, aber ganz einzeln kann man da nicht unterhalten mit einem Unterhaltungsgebäude. So, im Prinzip könnten wir eigentlich Lehrer entlassen, aber nach who cares? Tropicos Beziehungen zu Europa haben einen neuen Tiefstand erreicht. Vielleicht sollten wir dem König und der Königin von Europa ein großzügiges Geschenk machen. Haben unsere Diplomaten versucht. Die Europäische Post hat es zurückgeschickt. Diese verdammten Spione. Präsidente, diese Faulenzer gewöhnen sich an das schöne Leben auf den Inseln und verlangen jetzt nach Luxusbehausungen. Vielleicht spornt es die Leute an, härter zu arbeiten, wenn wir mindestens 5 Luxusvillen bauen. Auf der anderen Seite führen viele Wege nach Rom. Und es gilt auch für die Tropikaner. Anstatt die unrealistischen Forderungen der faulen Bürger zu erfüllen, kann Präsident ihnen zeigen, wer der Boss ist. Ein Gefängnis bauen und wahllos mindestens 5 Menschen festnehmen. Naja, aber wobei, wir haben eh nur hier diese Billo-Dinger da, diese Billo-Mietshäuser. Ein paar Luxuswillen könnten eigentlich die Zufriedenheit noch anspornen. Sie sind wirklich ein gutmütiger Führer, Präsidente. Die Obdachlosen der Insel werden überschäumen vor Freude, wenn sie erfahren, dass sie nun in Luxuswillen wohnen dürfen. Beachten Sie aber, dass die Luxuswillen beim Bau und Betrieb jede Menge Strom brauchen. Ich bin froh, dass Präsident keinen Preis auf die Zufriedenheit der Leute. Ausgibt, was? Was ist denn das für ein Satz? Ich bin froh, dass Präsident keinen Preis auf die Zufriedenheit der Leute ausgibt. Hä? Gut, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich weiß auch nicht. So, baut einfach erstmal das Ding hier fertig. Dann bauen wir die Windturbine. Und dann müssen wir mal gucken. Noch hier nur so 40.000 noch was. Aber mit 2 Konservenfabriken läuft es echt gut hier, der Export. Holz ist gerade irgendwie nicht so, ich weiß auch nicht. Gute Arbeit, Partner! Ich wusste, Sie würden eine profitable Industrie aufbauen. Das Kleingedruck der unserem Vertrag war nur eine Art Versicherung. Um die Inselindustrie anzukurbeln, benötigen wir Elektrizität. Bauen Sie ein Kraftwerk oder ein paar Windturbinen, um mindestens 121 Megawatt an Elektrizität zu produzieren. Diese Menge garantiert zu 88% Tropico in die Zukunft zu schicken. Ja, gut. Ein Glück, dass wir die Windturbine bauen wollten.